Mal gucken, ob wir den einen, den wir brauchen, noch finden. Oh je. Hey, ziehst du deine Maske ab, wenn du die Toilette benutzt? Nein, ich lass sie auf. Warum nimmst du deine ab? Du machst dir ja echt diese Arbeit auf der Toilette. Und dann machst du dir noch mal die Arbeit, wenn du fertig bist und sie wieder aufziehst. Ja, ich mache mir die Arbeit. Ich meine, da ist ja doch noch ein, da ist ja noch ein Platz, wo man seine Maske hinhängen kann und so. Mann, bist du blöd. Das ist nicht für deine Maske. Dort hängt man Taschen oder Jacken und solches Zeug hin. Oh, ich dachte immer, das wäre für Masken. Ach, deshalb war es immer so schwer, meine Maske dorthin zu hängen. Hallöchen. Hey, ihr, was ist euer Problem? Was glotzt ihr so? Ah, er ist. Was ist das für ein Krach? Was zum Teufel macht ihr hier? Sir, mir war nicht bewusst, dass Sie hier sind, Sir. Bitte vergeben Sie meine Unhöflichkeit. Wir sind jetzt also Sirs, nicht mehr eure Feinde? Solch schäbige Kleidung macht ein schlechtes Vorbild für uns Männer, Kommandant. Ich werde für Sie andere Kleidung vorbereiten. Bitte ziehen Sie sie sofort an, Sir. Dasselbe gilt auch für eure Gefolge. Oder die verwechseln uns mit wem? Sieht schick aus. Alles klar, das ist schon besser. Nun, ich kehre besser zu meinen Pflichten zurück. Sieht nach einem Missverständnis aus, aber das ist perfekt für uns. Lass uns jetzt dieses Ding suchen, bevor sie herausfinden, wer wir sind. Naja, im Prinzip, bei Kumatora und Duster werden sie es nicht herausfinden. Boney mit der Maske sieht aber auch ein bisschen falsch aus. Aber okay. Vergebt mir, Sir. Ich mache immer irgendwelche Fehler. Ah, es tut mir leid, Sir. Hier ist ein Geschenk von Herzen für Sie, Sir. Ich wollte Ihnen das schon immer geben. Aber nicht aus irgendeinem komischen Grund. Das ist rein freundschaftlich. Kumatora hob geheimes Kraut auf. Jetzt habe ich 4 Stück. Du fühlst etwas Warmes in deinem Herz. Dankeschön. Du bist sehr freundlich. Ein Feuerhydrant. Sein Schlauch ist säuberlich aufgewickelt. Na, immerhin sind sie sorgfältig. Aber ob wir unseren Lehmmenschen hier trotzdem in dieser Fabrik finden? Ja, bleibt halt abzuwarten. Ich finde, es ist nur natürlich, sich zu fragen, wie Lehmmenschen funktionieren. Im Grunde genommen vermischen wir dieses komische Zeug mit Lehm. Und wenn dann dem Klumpen ein Stromschlag zugeführt wird, fängt er an, sich zu bewegen. Hilft diese Erklärung? Nun, um ehrlich zu sein, verstehe ich selbst nicht wirklich, wie sie es funktioniert. Mit Mechanik? Naja, irgendwie sind diese Dinger schon zusammengebaut. Wenn man ihn alleine lässt, wird dieser durchgedrehte Lehmmensch wahrscheinlich in einen Baum rennen und auseinanderfallen oder sowas. Also ich weiß nicht. Vielleicht sollen wir ihn einfach gehen lassen. Vielleicht solltet ihr ihn einfach mal einfangen und so einfangen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Lehmmenschen bestehen aus gewöhnlichem Lehm, sodass sie ganz leicht recycelt werden können. Der Kerl, der sich das ausgedacht hat, muss ein Genie gewesen sein. Wie hieß der nochmal? Andor? Antoine? Adamantium? Androgyne? Oh, Mist, ich hab's vergessen. Das ist natürlich schlecht. Du hast einen Boogie-Woogie-Rhythmus gehört. Ah, das war schön. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rein. Habt ihr den Lehmmenschen gesehen? Während ich das Lehmmenschenfließband so betrachte, verschwimmt die Zeit regelrecht vor meinen Augen. Ja, dann schlaf mal eine Runde. Was mit dir? Wenn Lehmmenschen zusammenbrechen oder eine Fehlfunktion haben, bringen sie sich von selbst zur Abfallabteilung. Das nenne ich mal bequem. Wenn die so schlau sind, auf jeden Fall. Also es würde sogar noch sämtliche schlauen Roboter übertreffen. Fast. Oh, hallo Kommandant. Was? Sie suchen nach einem Lehmmenschen. Wie? Ein Lehmmensch, der durchgedreht ist. Jetzt kommen Sie schon, Kommandant. Ich weiß, dass ich das nicht sagen muss, aber unsere Produktentwicklung verläuft fehlerlos. Wir haben niemals etwas gemacht, das vielleicht ausrastet oder eine Fehlfunktion hat. Nee, ganz bestimmt nicht. Das sah aber vorhin anders aus. Dies ist eine Sofort-Revitalisierungsmaschine. Falls du jemals müde sein solltest, ruh dich einfach darin aus. Mach ich.
nutzen wir die Gelegenheit. Dein Team wurde vollständig geheilt. Jetzt sind wir fit und können uns auf die Jagd nach diesen Lebenmenschen machen. Ich habe gerade einen außer Kontrolle geratenen Lebenmenschen aus der Hintertür rennen sehen. Wenn Sie nach ihm suchen, beeilen Sie sich besser, bevor er sich in einen Abfall-LKW steckt und zur Deponie gebracht wird. Dennoch, was zur Hölle haben Sie darin versteckt? Es muss schon etwas Verrücktes gewesen sein, wenn Sie deswegen durchdrehen. Oh, Sie können es nicht sagen? Da muss es wohl etwas Peinliches gewesen sein. Peinlich ist es nicht, es ist nur wertvoll, deswegen. Ich habe einen heruntergebrochenen Lehmmenschen gesehen, der super schnell aus der Hintertür gerannt ist. Jupp. Wenn Lehmmenschen kaputt gehen, klettern sie in Abfall-LKWs, um zur Mülltimponie zu gelangen. Jupp. Wenn ich so drüber nachdenke, stimmt mich das irgendwie traurig. Jupp. Ja, mal gucken, ob er das auch schon so weit getan hat. Ich glaube, er ist gerade dabei. Wenn er es denn hinkriegt. Okay, er wird einfach reingeschoben. Anders hätte das wahrscheinlich keinen Sinn gehabt, aber jetzt fährt er weg. Das ist ganz schlecht. Oh, Scheibenkleister. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Das war Kumatora. Ja, gut. Hat so einen Stimmbruch bekommen. Na, dann versuchen wir, die noch aufzuholen. Wir brauchen schließlich das Ei. Bevor es in die falschen Hände gerät. Na, dann auf geht's. Okay. Schwein auf Rädern. Verkehrsrowdy. Machen wir diesen Verkehrsrowdy mal platt. So, komm her. Das war's mit dem Verkehrsrowdy. Der macht keinen Ärger mehr. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Noch einer? Die kriegen wir auch von denen erwischt. Sehr gut. Das wird dir jetzt noch leid tun. Du bist erledigt. Du bist gleich jetzt weg. Dann machen wir den Weg frei und du hast nichts mehr zu lachen. Jo. Den sind wir auch losgeworden. Und dafür kriegen wir satte 150 Erfahrungspunkte. Oh, halt. Roboter gibt's ja auch. Geschrotteter Roboter. Du bist auf jeden Fall sehr geschrottet, deswegen versuche ich es erstmal mit PK zocken. Oh, die greifen sich sogar selbst an. Ich würde mal sagen, die sind ein bisschen durch den Wind. Ich glaube, die sollte mal jemand reparieren. Aber ich glaube, da kümmert sich keiner mehr drum. Ich finde aber den Kampfhintergrund hier auch schon ganz witzig. Wenn ihr mal drauf achtet, man sieht auf jeden Fall Zahlen im Hintergrund. Mir gerade auch erst aufgefallen. Auf jeden Fall ein sehr passender Hintergrund für die Roboter. Mit digitalen Zahlen. Sowieso sind hier viele Kampfhintergründe schon irgendwie witzig durchdacht. Manche sehen verrückt aus, könnte bald als Kunstwerk durchgehen. Und manche sehen halt so aus. Aber es war ja schon immer so ein... Ja... So ein Punkt in der Maser-Reihe. Oh, was ist das denn? Was machst du da? Pass auf, wo du hinläufst. Ja, Entschuldigung. Hier gibt's ja keinen Bürgersteig. Sie sind es, Kommandant. Es tut mir schrecklich leid, Sir. So wie es aussieht. Sieht es so aus, als hätten Sie versehentlich etwas in den Müll geworfen. Ja. Wenn Sie zur Mülldeponie gehen wollen, folgen Sie bitte da... damit den Truck. Wir dürfen jetzt also diese Maschine nehmen. Die Mülldeponie liegt im Nordosten von hier. Bitte beeilen Sie sich und holen Sie sich dieses peinliche Ding zurück, das Sie versehentlich weggeworfen haben. Bitte achten Sie darauf, nicht auszurutschen und einen Unfall zu verursachen. Das ist jetzt alle Dinge, dass es etwas Peinliches ist. Okay, dann ist ja alles klar. Passen Sie auf. Bahn frei. Oh. Oder auch nicht. Ich glaube, das Ding funktioniert nicht so gut.
Oh, Kommandant, geht es Ihnen gut? Sieht's danach aus? Dieser verdammte Fassad hat hier überall Bananenschalen verteilt. Okay, wir sind also Mario Kart-artig ausgerutscht und dadurch gegen eine Wand gefahren. Alles klar. Wie auch immer dieses schwebende Ding auf Bananenschalen ausrutschen kann. Ergibt keinen Sinn, aber okay. Man kann so leicht auf ihn ausrutschen. Hier, Sie dürfen meine Schweinebohne benutzen, wenn Sie wollen. Das ist nett. Was jetzt? Hä? Warum riechen Sie wie ein Hund und ein Kind? Du bist dieses Kind von Club Tidibu. Vielleicht kannst du alle anderen veräppeln, aber meine Nase macht keiner was vor. Du kleiner Mistkerl, tust du, als wärst du unser Kommandant. Okay, wir wurden entlarvt. Wütender Schweinesoldat blockiert den Weg. Gut, dann sorgen wir davor, dass du nicht mehr so wütend bist. Was leichter gesagt ist als getan. Ich versuche ihn mal einzuschläfern. Aber ich mag diese Musik. So, Donner. Bonnie, du greifst an. So, stehst du? Nein, funzt nicht. 100, wie viel? Das ist blöd. Scheiße. Erstmal Bony heilen. Okay, ich schnüffe ihn mal. Riecht wie eine Person. Riecht nach Feuerschwäche. Riecht nach Schwäche gegen DCMC-Zeugs. Ach so. Ich habe leider das Papier jetzt nicht ausgerüstet. Der wütende Schweinesoldat sagt ein paar fiese, entsetzliche Dinge. Ja, das funktioniert bei Lukas scheiße. So, friss PK zocken. Ich versuch's mal mit Hypnose. Irgendwas muss ja funktionieren. Komm schon. Das klappt nicht. Also einschläfern funktioniert so überhaupt nicht. Der ist aber auch echt nervig. Aber was ich halt wirklich ziemlich cool finde, diese Musik, die ihr ja gerade hört, müsste man auch auf jeden Fall aus der Smash Bros. Stage kennen. Weil es quasi in der geremixten Version mit einem anderen Lied gemischt wurde. So, dann will ich das Ding jetzt mal brennen sehen. Machen wir Schweinefilet aus dir. Verstärker, okay. Von mir aus. Ich grille dich. 93, das ging schon mal. Aber PK zocken ist trotzdem stärker. Irgendwie ist das nicht gut ausbalanciert. Ich wüsste ja gerne, was die DCMC-Zeitung jetzt gebracht hätte. An Schaden. Okay, nochmal Angriff. Ach, der frisst erstmal Schweinechips. Das war keine gute Idee. Weil jetzt wirst du dafür leiden. So, haben wir auf jeden Fall schon mal den Schaden wieder reingebracht. Jetzt bist du gleich nicht weg. Du Schweinehund, du Schweinehund. Dann bist du gleich weg. Du Schweinehund, du Schweinehund. Okay. Konzentrieren wir doch lieber, wenn ich diese Kombos hinkriegen will. Nein! Bony darf nicht sterben. Na, verdammt. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Plan B. Ich muss eines dieser Sachen benutzen. Die ich eigentlich noch aufsparen wollte. Joghurt kriegt Lukas. Scheiße. Genau, geheimes Kraut. Einmal auf Bony. Ach, du isst auch erstmal wieder Schweinechips. Bony ist wieder dabei.
So, die Schweinechips haben dir nichts gebracht. Na, PKG zocken kann ich nicht mehr einsetzen. Da muss ich jetzt ganz normal zuschlagen mit Lukas. Aber ich kann zumindest noch Feuer machen. Okay, friss erstmal Schweinenudel. Sonst gehst du nochmal drauf, das will ich nicht. Okay, er muss wieder auf Boni gehen. Aber wir haben ihn noch vorher besiegt. Es war auf jeden Fall auch wieder recht knapp. Jetzt kriegen alle erstmal Level-Ups. Das dauert ein bisschen. Eine vegetarische Platte gibt es als Belohnung von ihm. Passt irgendwie nicht. Nicht schlecht. Aber glaub ja nicht, dass das schon alles war. Das sind übrigens Bananenscheine, ne? Will ich nur mal anmerken. Aber jetzt kann ich wenigstens seine Schweinebohne benutzen. Dann würde ich sagen, auf geht's. Frage ist jetzt, wohin lang? Fahren wir mal hier durch. Bahn frei. Hier ist ein Geschenk. Hier ist nicht alles in Ordnung, da ist ein Geschenk. Eine Karte der Fernstraße? Ach ey. Sieht ja schlimmer aus als jede U-Bahn-Verbindung, die man kennt. Naja, wobei, so viel ist da nicht. Wo ist die Deponie? Also da ist nur der Turm aufgezeichnet. Parken, landen. Nee, laden. Okay. Ich denke mal, dann fahren wir nach links. Na, was ist mit euch? Ich glaube, die laden ihre Maschine gerade auf. Straßensperren? Die halten uns auch nicht auf. Bahn frei. Moment, da war noch ein Geschenk. Ach scheiße, das kann ich von hier nicht kriegen. Egal. Oh. Wir sind jetzt ganz woanders gelandet. Ist aber nicht schlecht, weil hier kann ich mich einmal auffrischen. Ich würde gerne einmal aussteigen, genau. Ich glaube, ich stehe da ein bisschen unpassender. Scheiße. Schlecht geparkt. So, jetzt aber. So, einmal auffrischen. Gut, und dann speichern wir das direkt. Und dann fahren wir weiter durch diesen Untergrund. In der Hoffnung, dass wir noch die Mülldeponie finden. So, ab geht's. Aber das war übrigens der Bereich, wo wir mit Fassad sozusagen angefangen haben. Sprich, bei der Wüste waren wir ganz kurz. Ich frage mich trotzdem, wo die Mülldeponie dann ist. Okay, fahren wir mal den ganzen Weg. Dass wir eventuell zum Leuchtturm müssen. Okay, diese Punkte sind einfach diese Ladestation, alles klar. Bahn frei. Okay, hier ist eine Sackgasse. Und da wird es wieder runtergehen. Da muss ich nicht lang. Alles in Ordnung hier. Ich wollte das Schild mal lesen. Achtung, kreuzende Chimera. Ja, hier sind mehr als genug. Wir haben ja schon einige Kreuzungen hier gesehen. Hier wäre ein Frosch. Hier könnte ich das Ding laden. So. Funktioniert das auch? Einschalten? Yo.
Okay, das Ding ist vollgetankt. Aufladevorgang abgeschlossen. Anleitung für Wiederaufladen. Schritt 1. Parke deine Schweinebohne auf den gekennzeichneten Platz. Schritt 2. Betätige die A-Taste an dem in der Nähe liegenden Gerät, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Schritt 3. Sobald das Gerät piept, ist der Aufladevorgang abgeschlossen. Warnung. Wenn das Gerät piept, drücke unverzüglich die A-Taste. Was passiert, wenn ich es nicht mache? Ich glaube, dann geht das Ding in die Luft, weil überladen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, speichern wir an dieser Stelle nochmal. Und fahren weiter. Auf geht's. Macht mir den Weg frei. Also wenn wir weiter so lange brauchen, wird es auf jeden Fall schwierig, noch rechtzeitig anzukommen. Aber schneller ist diese Bohne leider nicht. Ah, da ist er ja schon. Wir kommen. Moment. Aber erst. Sieht mir so aus, als könnte man hier gerade einkaufen. Eiscreme. Hm. Willkommen. Ich habe Souvenirs, ich habe Essen, ich habe Zeugs. Möchtest du was? Was hast du denn da? Okay. Irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht. Auf jeden Fall gäbe es hier Gegenstände, mit denen ich einen besseren Angriff kriegen könnte. Nur leider habe ich... Moment. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld, aber ich kann mal gucken. 800, auch noch. Für eins würde das auf jeden Fall reichen. Also war es gar nicht so schlecht. So, dann... Ja, gebe ich das da auf jeden Fall, das handliche Jojo. So. Ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn man das nicht besser ahnt. Aber wo soll man das ganze Geld herkriegen? Da müsste ich ja wirklich jeden Gegner hier auseinandernehmen. Aber so ist es auch in Ordnung. So, dann speichere ich nochmal, wenn mich diese Schweinebohne dahin lässt. Wobei, ich kann mich auch nochmal auffrischen. Dann tanken wir einmal auf. Und fühlen uns wieder wie neugeboren. Dann noch einmal speichern. Und dann versuche ich, diesen Wagen noch einzuholen.